Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Der Start in eine entscheidende Saison für den 99er-Jahrgang der Schweizer Nationalmannschaft. In ihrem Club wollen die Spieler den Sprung aus dem Nachwuchsbereich in die erste Mannschaft schaffen. Bravo. Im Nationalteam soll die Qualifikation für die U19-EM 2018 zu Finnland gelingen. Auf 5 Spieler aus dem Förderprogramm Futuro setzt der Schweizer Fußballverband seine grössten Hoffnungen. Der Andi Zekiri, der Vollstrecker. Der Nedim Bayrami, der Vorbereiter. Der Petar Pusic, der Spielgestalter. Der Marc Schmid, der Verteidiger. Der Lars Hun, der Goalie. Für den Stürmer Andi ist es eine Zeit der Bewährung. Ein Jahr lang war er verlängert an Juventus Turin. Jetzt ist er zurück bei seinem Ausbildungsclub Lausanne-Sport. Ich versuche immer, mein Maximum zu geben, Tag für Tag hart zu arbeiten und mir einen Platz in der Mannschaft zu verdienen. Aber der Lausanne-Coach Celestini prophezeit ihm ein schweres Jahr. Der Andi weiss, dass es das ja sehr schwierig wird für ihn. Er will seinen Platz gegen Spieler gewinnen muss, die mehr Erfahrung haben und die sehr gute Spieler sind. Sein grösster Fan ist der Vater Afdi. Das ist eine Flasche, die ich extra zu der Geburt von Andi gekauft habe. Die habe ich speziell für den heutigen Tag aufbewahrt. Hallo! Also, herzlich willkommen zurück in der Schweiz und herzlich willkommen beim Projekt Futuro. Perfekt, danke. Und viel Glück, einen schönen Nachmittag. Zurück vom Weltclub Juventus Turin wieder bei Lausanne-Sport. Ein Rückschritt? Ja, ich denke, Andi, beim Andi Zekiri haben wir es gesehen. Er hat nach einem Jahr jetzt bereits abgebrochen. Wenn man mit ihm redet, sagt er natürlich logischerweise, gute Erfahrung war, interessant, Grossclub, reingeschaut. Aber wenn man dann noch ein bisschen nachfragt, merkt man schon, es war nicht alles ganz so, wie er erwartet hat. Jetzt in der Schweiz haben wir auch wieder mehr Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Ich glaube, der Schritt zurück, das tut ihm gut. Und das ist eigentlich auch ein Zeichen für alle anderen wieder, dass es nicht ganz einfach ist, im Ausland Fuß zu fassen. Und wir empfehlen definitiv allen, eigentlich empfehlen, dass sie in der Schweiz bleiben. Wie der ehemalige Futuro-Spieler Stefan Lichtsteiner. Seine Karriereplanung ist beispielhaft. Zuerst hat er von seinem Jugendclub Adligenswil zu den Grasshoppers gewechselt. Und von dort über den OSC Lille und Lazio Rom zum Weltclub Juventus Turin. Ich glaube, der Weg an die Spitze, speziell in der Schweiz, ist definitiv hier möglich, um von hier aus wirklich eine tolle Karriere im Fußball zu machen. Das soll Andi jetzt bei seinem Club Lausanne-Sport gelingen. So wie früher Stefan Chapuisat, der es von Lausanne bis zum Champions League-Gewinner Borussia Dortmund geschafft hat. Oder Andi sein jetziger Trainer Fabio Celestini, der nach Lausanne als Spieler auch bei Olympique Marseille unter Vertrag gestanden ist. Auch Andi, sein grosses Vorbild, hat seine Karriere aus der heimischen Liga gestartet. Mein Vorbild ist der Cristiano Ronaldo, weil er ein Arbeiter ist. Ja, das gefällt mir an ihm. Mit 18 hat Ronaldo von Sporting Lissabon für 17,5 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt. Von dort dann 2009 zu Real Madrid, wo er der erfolgreichste Stürmer von allen Zeiten geworden ist. Die Chancen auf eine vielleicht grosse Karriere deuten sich früh an. Schon mit 16 hatte Andi erste Einsätze in der Challenge League und zählt damit zu den jüngsten Spielern, die je in der zweithöchsten Schweizer Liga eingesetzt worden sind. Heute, an seinem 18. Geburtstag, sind es schöne Erinnerungen.
Mein Zimmer. Das T-Shirt ist von meinem ersten Match in der Challenge League bei den Profis. Das ist eine schöne Erinnerung und darum behalte ich es. Das Bild ist eines meiner ersten Spiele in der Saison 2015-2016. Ein Freundschaftsspiel, wo ich 2 Goal gemacht habe. Mit Lausanne. Auch am Geburtstag wird der Andi von seinem Vater Afti ins Training gefahren. Heute ist ein spezieller Tag. Ja, es ist speziell. Ich bin jetzt 18. Jetzt wird man ein Mann, so wie alle sagen. Aber das ist jetzt nichts, was mich verändern wird. Ich bleibe der Andi. Der, der immer nett ist, der, der immer schafft, aber auch das Leben kann geniessen. Lachen, Spass haben. Mal schauen, wie es kommt. So viel wie möglich hätten sie im Vater auch während dem Andi seiner Zeit zu Turin begleitet. Ja, jede Woche bin ich da gewesen, bei jedem Spiel, an jedem Wochenende. Ich tue ihn unterstützen. Auch wenn er weit weg ist, habe ich gewusst, dass ich zu ihm muss. Es macht Freude, wenn du den Andi im Ausland siehst. Er hat viel Spiel gemacht und ich glaube, er hat es auch verdient, das Spiel zu spielen. Sein Vater ist für den Andi mehr als ein Begleiter. Er ist auch sein Ratgeber. Ab einem gewissen Alter kommen dann die Mädchen ins Spiel. Das ist klar, das gehört zum Leben. Er war auch mal jung. Er hat mir Tipps gegeben, wie man sich verhalten tut. Es hat schon einige gute Fußballer gegeben, die wegen einer Frau nicht mehr die gleichen Leistungen erbracht haben. Das mit den Frauen hat noch Zeit. Ausser man ist in den Ferien. Das ist etwas anderes. Dann darf man es geniessen. Seit Anfang der Saison im Juni ist der Andi wieder zurück bei Lausanne Sport und steht im Kader der ersten Mannschaft für die Super League. Dass es für ihn auch hier hart wird, ist dem Andi bewusst. Er will es seinem Trainer aber schwer machen, ihn nicht aufzustellen. Ich versuche, mich am Trainer anzubieten. Es ist an ihm zu entscheiden. Ich versuche, das Maximum zu geben, jeden Tag zu arbeiten und mich aufzudrängen. Im Fußball kann es in beide Richtungen gehen. Ich werde alles geben, um mich in dieser Mannschaft zu integrieren, um in der Super League zu spielen und viel Gold zu schiessen. Das Problem als junger Spieler, wie seine Futuro-Kollegen Lars, Petar, Nedim und Marc, muss sich der Andi jetzt in der ersten Mannschaft nicht wie bei den U-Teams gegen Konkurrenten aus maximal 3 Jahrgängen durchsetzen, sondern gegen etablierte Spieler von Anfang 20 bis Mitte 30. Er steht als Stürmer im Kader. Er muss um seinen Platz kämpfen. Man muss hart arbeiten, wenn man in die Super League will. Wir wollen unser Team vor allem im Sturm verstärken. Der Andi weiss, dass es in diesem Jahr sehr schwierig wird für ihn, weil er seinen Platz gegen Spieler gewinnen muss, die mehr Erfahrung haben und die sehr gute Spieler sind. Für ihn ist das eine sehr große Herausforderung. Aber wenn er ein grosser Spieler werden will, muss er da durch. Auch an seinem 18. Geburtstag bleibt der Andi nur einer von dem ganzen 26 Spielern im Kader der ersten Mannschaft von Lausanne Sport. Für seinen Vater, unterdessen wieder daheim, ist das natürlich anders. Das ist eine Flasche Wein, die ich extra zu der Geburt von Andi gekauft habe. Ich habe sie speziell für den heutigen Tag aufbewahrt. Und ich glaube, ich werde sie ihm heute am Abend als Geschenk übergeben. Et je pense que je vais le donner ce soir comme, comme cadeau, en fait. Das sind die ersten Fußballschuhe, die wir ihm gekauft haben. Das sind die ersten Fußballschuhe für das Training in Aiguillon. Beim Andi geht es immer nur um Fußball. Wenn ihn morgen um 3 Uhr jemand rufen zum Fußballspielen, er wäre sofort aufgestanden und hätte gesagt, los geht's. Der Andi ist nicht der Einzige aus der Familie, der nur den Fußball zählt. Ein Samstagmorgen beim FC Aiguillon. Da hat der Andi früher gespielt, jetzt sein kleiner Bruder Ardi. Und auch der Ardi soll da seine Karriere starten. Zum Spiel kommt die ganze Familie.
Mandy, seine Schwester Biona, spielt natürlich auch Fußball. Bei jedem Match dabei zu sein, ist für Merita nicht immer einfach. Manchmal ist es schwierig. Die Jungs spielen, unsere Tochter spielt auch noch jemand anders. Einmal kommen wir da hin oder ich gehe zu der Tochter. Wir probieren einfach, uns zu organisieren. Die neue Saison im Nationaldress fängt für Andi mit einem Futuro-Leistungstest an. An die Topwerte von seinen Kollegen Petar und Nedim im Bereich Ausdauer, Sprint und Sprungkraft kommt Andi nicht an. Darum liegt er beim Sprint über 40 Meter mit 5,53 Sekunden klar hinter dem Nedim mit 5,2 Sekunden und dem Petar mit 5,13 Sekunden. Wo noch grosse Mankos hat, muss man ehrlich sagen, leider, ist in puncto Explosivkraft und dementsprechend auch im direkten Zusammenhang der Bereich der Schnelligkeit. Ja. Auch weil im Andi im Jahr bei Juventus Turin in diesem Bereich wenig geschaffen worden ist. Ich muss feststellen, leider, dass in dieser Zeit physisch nicht viel passiert ist. Aufgrund von was, wem, das ist jetzt schwierig, auch da zu irgendjemandem die Verantwortung zuzuschieben. Ausser, und ich probiere eigentlich immer, mich auch dem Spieler die Verantwortung mitzugeben. Man probiert sie so gut wie möglich zu informieren, dass sie wissen, an was und wie sie arbeiten können. Und dann halt auch in Zusammenarbeit natürlich mit dem Verein Lösungen zu suchen, für ihn individuell weiterzubringen. Wo das der Andi aktuell steht, soll auch das erste Länderspiel von der U19 gegen die Slowakei Ende August in Freiburg zeigen. Noch viermal kann ihn der Coach Francesco Gabriele testen, bevor es im November für die EM-Qualifikationsrunde auf Mazedonien geht. Jungs, ich habe das Spiel gegen Katar live gesehen und ich habe es noch einmal auf Video gesehen. Ich kann euch sagen, das ist im Vergleich zu dem, was uns in Mazedonien erwarten wird, noch nichts. Jungs, das sind, und das wisst ihr besser, wir haben viele aus dem Osten unter uns. Das ist eine andere Mentalität. Das ist für sie eine Möglichkeit, sich im Fußball zu etablieren. Die werden uns die Hölle heiß machen. Und auf das müssen wir uns vorbereiten. Wir werden dann mit Liechtenstein einen schwierigen Gegner haben, weil das dort die Frage ist, wann schießt du das erste Tor? Und am Schluss die Belgier habt ihr gesehen. Eine gute Mannschaft. Aber wir sind es auch. Und vielleicht klingt dieser Mannschaft ja etwas ähnlich Fantastisches wie 2009 der U17. Und das Tor für die Schweiz! Seferovic mit dem 1:0. 63. Minute. Wow! Die Schweiz führt im WM-Final. Vasquez, pfeifen Sie ab und es ist passiert. Die Schweiz ist Weltmeister. Und jetzt, meine Damen und Herren, gehören die Bilder den Siegern der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ich werde verrückt. Die Schweiz ist Weltmeister. Jungs, Grenzen setzt man sich im Kopf. Ich sage nicht, dass sich das immer und immer wieder realisieren lässt. Aber du hast ein Ziel. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit können wir heute auch aufrecht haben. Unsere Europameisterschaft ist eine Qualifikation zu einer Weltmeisterschaft. Und das gibt es nicht jedes Jahr. Eine Person im Saal hier drinnen war da anwesend. Und zwar der ehemalige Nationalgoalie Joël Gourmand-Boeuf. 2009 wie heute der Goalie-Trainer. Nach zwei Spielen hat man gesehen, dass die Schweizer eine Gruppe waren. Auf der Mannschaftsebene das beste Team. Bei den Brasilianern haben Neymar und Coutinho gespielt. Das sind Mannschaften, wo es Individualisten bestanden haben. Die haben ein oder zwei hervorragende Spieler gehabt, aber wir Schweizer haben ein Team. Und das hat am Schluss den Unterschied ausgemacht. Ein Team, das durch zwei neue Stürmer ergänzt wird. Die Futuro-Spieler Nishan Burkhardt und González Lorenzo. Beide sind ein Jahr jünger und spielen bei Manchester City und Manchester United.
Francesco Gabriele will testen, ob es schon dieses Jahr eine Verstärkung auf dem Weg zu der EM-Qualifikation sind. Der neue Trainer setzt auf ein neues Spielsystem. 3-4-3. Johan Cruyff hat gesagt, es ist die symmetrischste Form, Fußball zu spielen. Ich hoffe, es wissen alle noch, wer Johan Cruyff ist. Der Johan Cruyff, Europas Fußballer des Jahrhunderts. Der Spielmacher mit der Nummer 14 hat als Spieler und als Trainer auf totalen Offensivfußball gesetzt und bis heute den Stil vom FC Barcelona geprägt. Es ist in der Tat so, wir werden es dann auf der Grafik sehen. Du hast in jeder Situation Dreiecke, de Triangle. Also in diesem System ist es natürlich auch so, wenn du im Dreieck stehst, respektive Dreieck oder Raute, hast du eigentlich immer mindestens 2 bis 3 Anspielstationen nach vorne. Gut, dann. Und was für ein Terrain? Nur gerade 2 Einheiten lang Training und Theorie hat der Coach Gabriele Zeit gehabt, um seine Mannschaft einzustimmen. Jetzt wartet die U19 von der Slowakei. Jungs, der erste Schritt, der fängt an. Freude, Solidarität, Entschlossenheit. Aber auch Mut. Aber schlussendlich Spielfreude, Spielfreude. Füreinander auf dem Platz, wir gehen 90 Minuten. Egal was ist, wir helfen uns, wir unterstützen uns. Gutes Spiel. Hey. Weil die anderen Futuro-Spieler am Wochenende noch Einsätze in ihren Club hatten, steht heute nur der Andi in der Startelf. Ja. Die Schweiz startet mit viel Druck und Tempo. Aber zu viele Chancen bleiben ungenützt. Die Slowaken dagegen nützen ihre Möglichkeiten. Das 1:0 nach einem Freistoss. Und 2:0, während sich der Andi verletzt muss behandeln lassen. 2 Fehler, total bestraft. Wir haben 5-6 gute Aktionen. Aber wir müssen gut machen. Dort müssen wir aggressiver werden. Erste Aktion, super Flanke, Andi Kopfball. Beim zweiten spürst du ein bisschen rein. Unverständlich, wieso? Ruhig! Nach vorne, tiefe Tiefe. Und wenn nicht, dann spürst du innen, aber nicht quer im Platz. Jungs, bitte so, bitte so. Auch in der zweiten Halbzeit erspielen sich Francesco seine Jungs gute Möglichkeiten. Aber das Goal wird einfach nicht fallen. Alle, ja! Messi! Amandi, sein Vater Afti, gibt die Hoffnung noch nicht auf. Es ist wahr, sie haben schon ihre Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, sie kommen noch. Und der Andi wird sein Goal machen. Vielleicht gewinnen sie das Spiel noch. Ah, vielleicht jetzt. Schöne Möglichkeit. Schade, doch nicht. Ich denke, er wird eine là-dedans, j'imagine. Es bleibt dabei. Die Schweiz spielt, die Slowakei macht Goal. Die Enttäuschung ist gross nach dem 0:3. Die Niederlage muss aus den Köpfen. 0:3 ist klar, das ist bitter. Aber im Moment, wir haben gesagt, wir sind hier unten, wir wollen dort nach dort oben. Und das ist ein steiniger Weg. Und je steiniger, umso besser. Wir müssen gefordert werden. Und ich denke, gestern wurden wir für 3,5 Fehler bestraft, brutal bestraft. Auf der anderen Seite hast du 6, 7 gute Möglichkeiten, Tore zu schießen, und bei uns steht die 0. Das muss uns auch etwas sagen. Aber das heißt nicht, wir haben offensiv schlecht gespielt. Weil wenn du 5, 6 sehr gute Aktionen hast, wo du Tore schießen musst, dann hast du auch vieles richtig gemacht.
Ich sage immer wieder meine Videoanalysen. Das ist etwas, das ist hier in diesen vier Wänden. Und da müssen wir ehrlich sein. Und manchmal gibt es Szenen, die sind nicht unbedingt gut. Aber wir werden nur besser, wenn wir das analysieren und es dann besser machen. Chancen, um es besser zu machen, bietet sich der Mannschaft schon in ein paar Tagen. Dann steht ein Testspiel gegen Deutschland an. Die schauen dann nicht. Und das bleibt dann auch nicht in den vier Wänden. Nach dem Zusammenzug mit der Nationalmannschaft geht es für Andi wieder zurück auf Lausanne. Sein Vater führt dort einen Metallbaubetrieb. En fait, moi, j'arrivais en période de guerre au Kosovo, 1998. Ich bin während dem Kosovo-Krieg in die Schweiz gekommen, im Jahr 1998, und habe gerade angefangen zu arbeiten. Ich habe jeden Job gemacht, den ich bekommen habe. Während dieser Zeit ist der Andi geboren worden. Und ich habe mich um die Familie gekümmert, wie es jeder Vater tun sollte. Am Anfang war fast die ganze Familie noch im Kosovo. Und wegen dem Krieg hat man nicht immer gewusst, wie es ihnen geht. Es war kein einfaches Leben, aber ich habe es versucht. Wir haben den Andi ja schon sehr früh bekommen. Ich habe dann 10 Jahre in einem anderen Betrieb gearbeitet, bis ich dann die Chance hatte, die Firma zu kaufen. 20 bis 25 Leute arbeiten hier. On travaille là, on est environ 25-30 personnes avec le temporaire, donc ça va très bien. Der Betrieb bietet dem Andi auch die Chancen auf dem Plan B, wenn der Sprung zu den Fußballprofis nicht klingt. Si jamais dans le foot, ça, wenn ça das nicht klappen sollte mit der Fußballkarriere, dann hat er da seinen Platz. Ça peut très bien aussi jouer, quoi. Für Andi, der seine Schule mit guten Noten abgeschlossen hat, ist das keine Option. Auch wenn sein Vater für ihn ein Vorbild ist. Mein Vater ist ein gutes Beispiel. Er hat eine eigene Firma, er schafft hart und das macht mich stolz. Für mich ist das auch ein gutes Vorbild, das ich später folgen will, wenn meine Karriere vorbei ist. Vielleicht mache ich mit meinen Brüdern zusammen ein Managementbüro auf. Ich kann noch nicht sagen, ob ich zu meinem Vater arbeiten gehe, wenn es mit dem Fußball nicht klappt. Ich habe nur eins im Kopf und das ist Fußball. Und auf das will ich mich konzentrieren. Der Auftakt in die neue Saison wirkt für Andi so, wie es der Lausanne-Trainer Fabio Celestini erwartet hat. Schwierig. Der Mersim Aslani ist nicht nur ein sehr guter Freund, sondern auch Mannschaftskollege bei Lausanne und in der Nazi. Während er erste Einsätze unter dem Celestini in der Super League bekommt, bleibt für Andi nur ein Platz auf der Bank. Für Pablo Iglesias, Futuro-Talentmanager beim Schweizer Fußballverband, noch kein Problem. Es ist ein Moment, der für ihn sehr wichtig ist. Es gibt Beispiele in Deutschland, wo junge Spieler wie Khelaifi oder Admir Mehdi die ersten Monate nur dafür brauchen, sich zu entwickeln, körperlich und auch in der Persönlichkeit. Vielleicht ist es auch darum nicht so wichtig, wie viele Spielminuten er bekommt, im Gegensatz zu einem arrivierten Spieler. Man muss Geduld haben, er ist jetzt bei den Profis. Er trainiert jeden Tag, jede Woche im Profikader. Er schafft sehr hart. Auch mit einem sehr kompetenten Trainer, der auch sehr auf Details schaut. Aber natürlich will Andi nur eins. Ich will mit Lausanne in der Super League noch viel gewinnen. Und ich will spielen. Im Spiel gegen Sion ist es dann endlich soweit. Der Andi steht in der Startelf von Lausanne. Sein erster Einsatz in der Super League. Das nächste Mal beim «Morgen sind wir Champions». Der Lars wächst über sich raus. Hast du gesehen, meine Glücksjacke? Ich habe es ja gesagt. Top-Leistungen bei den Nazi. Aber lange das für die Nummer 1 in seinem Club? Weißt du, wie der Goal ist schon verschlissen wurde? Du kennst die Liste, die ist lang. Wenn du ihn auf dem Shootingplatz siehst und wenn du ihn hier daheim siehst, das sind zwei verschiedene Menschen. Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse.